Der David ist über meine Frau der Kontakt zustande gekommen. Die beiden Mädels kennen sich schon länger. Und dadurch bin ich auf den David aufmerksam geworden. Und das hat sich einfach ergeben. Seine Art, die er mitgebracht hat, seine Zielbestrebigkeit, haben mir am ersten Tag sofort gefallen. Er sagt, das ist der perfekte Mitarbeiter für OVB. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass die Karriere bei OVB gar nicht funktioniert, wenn man nur alleine arbeitet, sondern die Karriere bei OVB ist ja darauf gestützt, im Team zu arbeiten. Wir arbeiten auf jeden Fall im Team. Das ist was ganz, ganz Wichtiges in unserem Bereich, weil es macht ja gemeinsam viel mehr Spaß. Es ist ja viel schöner, wenn deine Geschäftspartner Karrieren machen. Und das Wichtige an OVB ist, dass man Spaß mit Umgang mit Menschen hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Lernbereitschaft mitbringt, weil unser Markt sich ständig verändert. Und dass du jedem die Möglichkeit geben kannst, sich darin zu entfalten. Egal, ob er vorher Lagerist gewesen ist, Diplom-Ingenieur oder ähnliches, jeder dieselben Aufstiegsmöglichkeiten. Ja, also was uns verbindet im Endeffekt ist zum einen der Job, ganz klar, aber natürlich auch die Situation, wir haben gemeinschaftliche Hobbys. Wir haben das gemeinsame Hobby Downhill. Ist eine Sportart, die sehr reizvoll ist, manchmal sehr gefährlich sein kann, aber definitiv Spaß macht und im Team eine coole Geschichte ist. Was ich an dem Sport so mega cool finde, ist einfach der Speed, die Kraft, die man dort eben mit reinpackt. Und man merkt in dem Moment, was mache ich jetzt für einen Sprung, wie muss ich mich darauf vorbereiten, wie kann ich den Sprung nehmen. Und das ist bei OVB genau das Gleiche. Aber es ist schon viel Adrenalin immer dabei, den Berg runter zu fahren, die Sprünge zu nehmen, die Linie zu suchen und dort eben auch einen gewissen Fokus zu haben, unten vernünftig anzukommen. Ne? Wenn man mit einer Regel einen Berg runter saust im Endeffekt und 3-4 Meter Sprünge vielleicht macht oder kleinere, dann ist auf jeden Fall eine Regel dabei und dann man muss sich ein Ziel setzen. Man muss immer vorausschauend sein, den Weg immer im Auge haben. Manchmal stürzt man ja auch beim Downhill, dann tut es ein bisschen weh, muss sich rütteln und schütteln, die Knochen heilen wieder und dann geht es wieder weiter.